Der Streamer Stay möchte, dass etwa 20% der deutschen Bevölkerung in Angst und Schrecken leben, dass sie Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Klingt unglaublich, hat Stay in einem Stream vor kurzer Zeit meiner Ansicht nach aber ziemlich genau so gesagt. Darum ist es ja wichtig, dass Faschisten wieder Angst haben, ihre Meinung so zu äußern. Man muss sich darauf konzentrieren, dass Faschisten sich wieder schämen, sowas zu sagen, dass sie es sich nicht trauen. Das ist wichtig, denn das ist ein Problem. Es ist zu normal geworden. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, ach, ein Clickbait-Video. Stay hat doch von Faschisten gesprochen. Er meint doch damit keinen normalen Deutschen. Ich meine, Faschisten, das waren ja die, die in Italien und Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts an der Macht waren. Das hat doch mit der heutigen Zeit nichts mehr zu tun. Er meint doch damit nicht relevante Teile der Bevölkerung. Und ich sage, doch, meint er's. Stay hat sich in einem anderen Video mit dem Titel Stay zeigt, warum alle AfD-Wähler Faschisten sind, Meinungsmache Spezial, dazu nämlich wie folgt geäußert. Jeder, der die AfD wählt, ist ein rechtsextremer Faschist und gibt sich in 2024 mit den rechtsextremen faschistischen Ideologien der AfD einfach auch hin und möchte das auch und deswegen wird er von mir nicht anders behandelt. Das hier sind Leute, die Faschisten wollen, weil sie Faschisten sind? Jetzt fügt diese beiden Aussagen bitte logisch zusammen. Alle AfD-Wähler sind Faschisten und 20% der deutschen Bevölkerung würden laut aktuellen Umfragen AfD wählen. In Thüringen und Sachsen haben ein Drittel der Bevölkerung bei der letzten Wahl AfD gewählt. Laut der ersten Aussage von Stay, die ich vorhin gezeigt hatte, sollen diese Menschen also Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Wenn man einerseits sagt, dass alle AfD-Wähler rechtsextreme Faschisten seien und man andererseits sagt, dass Faschisten Angst haben sollten, ihre Meinung zu sagen, dann bedeutet das logisch zusammengesetzt, dass AfD-Wähler Angst haben sollten, ihre Meinung zu sagen. Stay offenbart hier ein vollkommen totalitäres Weltbild, das mit jeder freiheitlich-demokratischen Grundordnung unvereinbar ist. Eine Gruppe gibt den Ton an und wer sich zu weit vom herrschenden Paradigma entfernt, weil er beispielsweise die falsche Partei wählt, der soll Angst haben, seine Meinung zu sagen. So wird Demokratie unmöglich, so gibt es nur Sieger und Besiegte, aber keinen demokratischen Diskurs mehr. Es gibt nur noch Freund und Feind, aber keinen Austausch.